So, neue Folge, der letzte Bene Vodona Schrägstrich Gottesbestie fehlt, und zwar das Mondding. Das heißt, wir müssen hier ein Stück runter und dann müssen wir hier suchen. Mach doch mal besiege Gottesbestie weg, bitte. Wo sind wir hier? Bieskönigreich, dann landen wir mal. So, da wollen wir aber nicht hoch, dann müssen wir jetzt den Turm suchen. Da waren wir ja schon mal, den Weg kann ich rausschneiden. So, dann such mal. Ich muss noch reingehen. Ja, und jetzt sind die Türen, die letztes Mal abgeschlossen waren. Fangen wir hier an. Spannend. Wow. Also im Remake musste man da ganz viele Etagen hochlaufen. Was sind das denn für Türen? Achso, das ist nicht. Ich glaube, wir müssen auch hier eine Menge Etagen hochlaufen. Der bezaubert mich. Ja, ist auch richtig so. Was bist du? Nein, das war ich nicht. Da hätte ich doch im Ringmenü sein müssen. Sag mal, hast du die komplette Steuerung das ganze Spiel vergessen? Oh super, ich wurde geschwächt, mache nur noch einen Schadenspunkt. Ja, wenn der tot ist, gehen wir wieder raus. Der lebt noch? Du machst auch nur Einsen. Warte mal, brauche ich noch zwei. Und jetzt Abfahrt. Warum machst du dann immer den, der andere so viel effektiver? Weil ich nicht aufpasse und dann die Punkte schon alle voll sind. Entschuldigen Sie uns bitte. Guck mal, ich hab den kaputt gebasht. Welche Stufe hatten die hier? Hab ich mir nicht drauf geachtet? Vergiftet. Nee, das war nicht die Frage. Ich glaube, das. Wollen wir das wirklich noch ausdingsen hier, bis das tot ist mit 111? Hehe, was war das denn? Wenn man so überschlappt, man irgendwie auch nur knapp 60. Das ist sehr deprimierend. Dann lade ich mal ganz auf, das macht ein bisschen mehr. Na bitte. 768, Wahnsinn! Wo ist das? Zack. Noch einer? Nein? Okay. Baba Kali könnte mal heilen, die hat auch Lebenspunkte, die gute. Wieso komme ich nicht rüber? Was ist los? Jetzt habe ich die falsche Taste gedrückt. Ach ja, Entschuldigung. Pass auf. Mit der Taste war das, ja? Tut mir leid, liebe Zuschauer, aus der neuen Aufnahmesession erstmal wieder reinkommen. Dirk war lange nicht hier, hat das Remake jetzt durchgespielt und wird immer mehr Remake erwähnen, wie vorhin auch. Also im Remake musste man im Turm ein paar Etagen hochlaufen. Ja, musste man im Remake, stimmt ja. Liebe Zuschauer, der Moderator ist eine ziemliche Zicke. Du moderierst das auch, also meinst du jetzt nur dich oder uns beide? Nein, nur dich. Das war nicht die Frage. Das war aber die Antwort. Falsche Antwort. Was denn? Ich habe ihn vermöbelt. Ja, aber mach das doch, wenn du vier Striche hast. Die sind so schnell voll bei mir, da kommt man gar nicht hinterher. Dann kriegst du halt Lisa, da dauert das länger. Was mach ich denn jetzt? Immer noch Intelligenz. Gewonnen, auf. Ich wollte sagen, auf geht's, auf der wäre noch eine Truhe gekommen, ja. Sie ist mit Vitalität und Geist auch durch. Guck mal. Treppen. Das habe ich irgendwo schon mal gesehen. Treppen? Ja, habe ich auch schon mal gesehen. Oder meinst du exakt den Treppenaufgang? Genau den. Den hast du noch nicht gesehen. Der freut sich mal voll mit Höhöhöpf. Und der debufft immer so ein bisschen, okay. Ich wollte doch mal auf die Stufe achten, habe ich schon wieder nicht. 40! Alter, was ist gerade mal 35? Wir hängen ein wenig hinterher. Ja, könnte schwer werden dann am Ende. Hm. Achso, ein Zuschauer, ich habe mittlerweile recherchiert, die Samen, die wir brauchen für die Klassenerweiterung, gibt's leider erst, wenn wir auf der einen Insel sind, die erwähnt wurde, wo auch bessere Rüstung zu finden sein soll. Da gehen wir hier nach an. Jo, dann wieder vier Türen durchgucken. Ach nee, komm. Ja, so werden wir aber auch vom Level her nicht besser.
Und immer wieder gleich abhaust. Ja, dann machen wir die hier jetzt kalt. Also im rechten Raum, meine ich. Ich bin schon mal froh, dass es nicht die Wölfe sind, die sich heilen können. Aber ich glaube, wir sollten zuerst den Debuffer kalt machen. Bevor das wieder losgeht, nur noch einen Schadenspunkt und so. Welcher ist denn das? Nun, dieser Vampir da. Was ist er denn da so? Ich hab gewonnen. Das regnet aber echt viele Erfahrungspunkte hier, das ist ja Wahnsinn. Ja. Na, möchtest du den Raum noch mitnehmen hier, dann machen wir es komplett kaum. Ja. Tür ist sogar noch offen. Ja. Jo. Dann. Hier sind aber zwei Vampire, das könnte ein bisschen nervig werden. Das ging ja relativ flott. Wieso gehst du denn schon raus? Vielleicht kommt noch eine Truhe. Entschuldigung, die habe ich gerade vergessen. Die war mir zu schwer zu schleppen. Hm. Warte mal. Bietet sich hier gerade mal an. Hm. Nun ist hier bestimmt eine Speicherstatue oder sowas. Und da denke ich mal, links der Boss. Meinst du, das geht so schnell? Hoffen wir es mal. Siehst du wohl. Noch höher? Sag ich doch. Und die Musik hat ausgesetzt. Oh oh. Tonspur ist kaputt. Das ist es nicht. Was, noch neue Türen? Moment. Kraftschund habe ich keinen Bock drauf und lass wieder rausgehen. Ja, auf alle, dann machen wir alle wieder nochmal die ganze Zeit einen Schadenspunkt, ist Quark. Wollen wir jetzt wieder reingehen? Willst du? Warum nicht? Machen wir jetzt. Wir brauchen mehr Erfahrungspunkte. Ein bisschen. Mann, ich... Alter, die Werbeste geht mir richtig auf die Nüsse. So, komm jetzt. Abfahrt. Der Vampir blieb bis zum Schluss übrig. Hm. Wieso war denn die Tür links schon wieder zu? Ich hab die mir zugezogen. Glaube ich irgendwie nicht. Oh Gott, nein, ich glaube, die Silberdinger können heilen. Ja, dann müssen wir die schnell tot machen. Wie denn? Bitte. Da geht's los. Knapp 300. Glaube ich, werd wahnsinnig. Wie oft heilt er sich denn? Hast du den nicht mit der ist sogar 361. Das ist echt schlimm. Habe ich jetzt gewonnen? Immer noch nicht? Och, bitte. Dann lass uns links rein, da hab ich keinen Bock drauf. Nee. Nicht was mal. Was, den willst du jetzt unbedingt, oder was? Ja. Ja, dann grüße erstmal das rein. Du klingelst. Ich würde es fast nochmal machen. Ja, habe ich auch gerade gedacht. Das bringt irgendwie fast gar nichts. Das sind 50% ungefähr. Ja, das ist ja fast gar nichts. Ja. Das ist halb. Also fast gar nichts sind 2%, dann musst du es 50 mal zaubern. Ja. Ja, dann hau rein, ich warte so lange. Soll ich das rausschneiden?
Nee, lass das mal drin, das freut die Zuschauer. Genau, 50 mal Menüheilzauber. Wie hoch geht's denn hier, Kinder? Bis auf die Spitze. Du kannst es hier echt bis auf die Spitze treiben. Ich wollte gerade sagen, nicht dahin, wo du mich bringst, sondern wie weit es hier am Turm geht, wollte ich wissen. Nee, ich bring dich auf die Palme. Oh. Das ist was anderes. Auf die Palmenspitze sogar. Da geht's wieder runter? Geht sie wieder runter. Dann möchte ich runter. Wieso bist du wieder rausgelaufen? Du bist jetzt wieder runter. Weil ich mal gucken möchte, ist spannend. Wo kommen wir denn hier raus? Weil das hätten wir eigentlich schon mal. Auf der anderen Seite wahrscheinlich. Lass mich raten, jetzt geht's hier nochmal zur Speicherstatue und der nächste Weg hoch wäre der Boss? Wieso debufft der denn jetzt? Ich denke, das ist der Vampir gewesen. Nö, dann ist es einfach nur mal so, dass man hier mal kurz runterguckt. Das ist doch nett. Das hättest du auf den Heiler machen sollen. Und ich würde zuschlagen, wenn du nur 4 Balken voll hast. Möchtest du was sagen? Wir sitzen gleich zusammen auf der Palme, weißt du das? Hier ist noch Platz. Ui. Heilkräuter. Wo wolltest du denn hin? Ich habe mich in die Ecke gestellt und geschämt. Finde ich gut. Löblich. Wo will Kali hin? Jetzt wollte ich sie auch noch mal in die Ecke stellen. So, sind wir bald mal da? Gleich, mein Kind. Junge, was ist denn hier alles auf engstem, kleinsten Raum los, ey? Ja, geil, es geht schon wieder los. Muss den Heiler kaputt machen. Hier ist das, der hier unten, ne? Der blonde Wolf. So, ich hab den Heiler kaputt gemacht. Ich hab gewonnen. Jo, das ist deine Truhe. Kali sieht schon ziemlich... Ja, dann zaubert sie halt mal, während du die Truhe öffnest, würde ich sagen. Was hältst du davon? Ich hätte jetzt erst noch die Truhe aufgemacht, aber ist okay. Dann drück halt keine Falle. Bonchi. Wieso findet man jetzt noch Bonbons? Das ist ja völliger Quatsch. Ah, für die letzte Notreserve. Boah, sind wir bald mal da? Du hast doch gesagt, im Remake kriegst du auch nach oben. Das war ja auch das Remake. Ja, dass im originalen Turm nicht irgendwie nur ein Stockwerk hat, ist klar. Ja, das ist ja kein Turm. Was redest du denn da? Hier, siehst du. Da geht's schon wieder runter? Und, hä, geht's jetzt zweimal hoch? Ja. Dann möchte ich erst runter. Du nicht? Wir laufen bestimmt irgendwo im Kreis. Du hast doch gesagt, hier ist es viel zu hoch schon gewesen. Dann gehen wir jetzt noch mal ein bisschen runter. Siehst du, Aussicht hier. Netter Balkon. Etablissement Balkon. Ja, haben wir kurz Urlaub gemacht auf Balkon hier. Und dann möchte ich irgendwie erst den unteren Weg hochgehen, glaube ich. Aber nur, weil du das möchtest. Vielen Dank, das ist ganz reizend von dir. Ich weiß. Ja, ein nettes Wesen. Ich lasse es mal kommentarfrei stehen. Hier waren wir, glaube ich, noch nicht. Das sieht immer alles gleich aus, irgendwie. Das ist schön, so ein Heiler-Buddel, ne? Na, selbstverständlich. Trifft ihn nicht. Klink. Und er fängt an. Alter, wie oft kann der denn zaubern? Oft. Ich meine, unsere Kali hat ja auch über 80 Magiepunkte. Ist nicht ich wahr. Hab den platt gemacht. Was war er denn jetzt? Dicke Spezialscheiße. Wir sind in einem Paralleluniversum. Alter, das macht er nicht gerade. Nochmal, dann sind wir tot.
Das kann der zweimal so oft in Folge? So schnell? Was? Jawollo! Die Gemeinschaft wurde besiegt. Geh mal nicht nach links rüber. Komm mal, schieb dir noch ein Stück in die Ecke hier. Dann können wir den vielleicht kalt machen. Bemüht. Ja, so super. Dann kriegen wir den kalt, bevor da irgendwie andere Gegner noch dazwischen sind. Jo, das sitzen wir aus. Das war schon. Die Heilung kam gar nicht mehr. Ja, gut, das nützt nichts. Dann müssen wir ran. Diesmal fehlt auch der Wolf, der uns kalt genagelt hat hier, ne? Ja. Oder war das erst später? Ich meine, das war hier. Ja, so ein Blutwolf hat draußen gefehlt. Achso, wir müssen jetzt den Heiler machen. Ja, warte mal, ich komm runter. Na bitte. Genau. Ich weiß nicht, was du dich so aufregst. Wer hat sich denn hier aufgeregt? Geh durch die Tür durch. Ich glaube, hier sind wir eben draufgegangen. Du musst erst in die Ecke schieben, nicht weiter rüber. Ja, dann hol die noch mal hierher. Du hast sie nur noch da gemacht. Oh, sag mal, Kali, hör doch mal auf, dagegen zu hauen. Abwehr runter ist scheiße. Jetzt kriegen wir viel mehr auf die Fresse. Das würde ich lieber nicht riskieren, dann gehe ich gleich durch. Siehst du, da kriegt 60er Schadenspunkte und so. Bloß durch hier. Ging es allerdings noch weiter? Glaub nicht, ne? Du kannst ihn jetzt noch kalt machen, wenn du möchtest. Spring mal da so komisch. Weiß ich nicht. Hast du schon wieder gefurzt? Nein. Das riecht aber nach saurem Furz hier. Wie sagst du jedes Mal nein? Weil ich noch nie gefurzt habe heute. Das glaubst du ja wohl selbst nicht. Nein, ich war nur krank. Ja, gut, aber. Das ist ein Unterschied. Ja, da wirst du bestimmt mal gefurzt haben. Nein. So, von wo sind wir gekommen? Warte mal. Hier drin war jetzt Sackgasse? Nee, da war nee, ich wollte noch mal gucken, ob es links weiterging. Ging aber nicht. Guck mal, das sieht doch richtig hier aus. In der Mitte ist gar nichts? War da oben in der Mitte oben noch was? Oh, perfekt. So, pass auf, nur wird's spannend. Der Mond ist da. Na Mensch. Gottes Bestie Dolan. Hallo? Kabelt der hoch oder was ist das? Der kabelt hoch. Ein Wolf mit. Der sieht irgendwie cool aus. Und gut, dann geben wir ihm mal Kraftschwund. Darf ich nicht? Wieso nicht? Ist er nicht da? Jetzt ist er da. War das ein normaler Schlag von ihm? Weiß ich nicht. Ich hoffe nicht. Lunakraft, ich befürchte, jetzt hat er Life Leech beim Angriff mit Pech. So, jetzt noch Geist runter, dann haben wir es. Irgendwer macht aber nur einen Schaden. Also, das ist Kali. Oh, das ging ja einigermaßen vom Schaden her da heute. Wenn ich mich eigentlich verwandle? Ja. Wenn's nach wäre, ja. Möchtest du dich verwandeln? Weiß ich nicht. Möchte ich? Dann machst du mehr Schaden, wenn du verwandelt bist. Aber der wird doch auch stärker, oder? Das kann ich mir nicht unbedingt vorstellen. Erstmal sag ich gerade, sie soll heilen. Und dann lasse ich dich verwandeln.
Wo ist es denn? Haben wir nicht drin, glaube ich. Da ist das Traumbraut. Dürfen wir nicht benutzen. Hm. Was war das da für eine Klaue? Weiß ich nicht. Irgend so ein Blödsinn. Er verfärbt sich. Alter, wollt ihr Hadoken-Stellung? Gehört. Hadoken? Street Fighter? Kennst du nicht? Nö. Okay. Also Street Fighter sagt mir was, aber die Stellung halt nicht. Ne, diese Handstellung halt von so einem geworfenen Feuerball. Ich dachte, das wäre was aus wie Kamasutra. Kamasutra ist was anderes. Was war denn jetzt Lunakraft? Wissen wir das? Keine Ahnung. Wieso macht er denn den Angriff hier nicht? Hallo? Ja, irgendwie ist er jetzt. Geht's wieder. Boah, nochmal, da kann man nochmal heilen. Oder? So stark war der heute. Aber heute war er noch schwächer als der erste. Kann das sein? Weiß ich nicht. Schwere Druck? Ich glaube, jetzt kannst du mal heilen. Ja, könnte man. Morphingas. Hm. Danke. Das ist die chemische Waffe, mein. Das ist aber böse von dem. Ja, nett ist anders. Oh, ich kenne. Das sieht schon ganz cool aus. Ja, zur Sicherheit können wir nochmal, würde ich sagen. Die hat ja sonst nichts zu tun. Ist da noch Abwehr alles eigentlich runter bei ihm? Ich kann ja mal zur Sicherheit nochmal Abwehrschwächen machen. Solange wir den Bildschirm nicht wechseln, sollte es ja eigentlich bleiben. Ich weiß ja nicht, was seine komische Lunakraft halt bewirkt. Nö, Abwehr muss noch unten sein, wir machen nicht mehr Schaden. Mondlinge ist kacke. Warum? Weil das ist definitiv Life Leech. Das war halt irgendwas auf mich, ist ein bisschen viel. Das war doch wieder sein Abwehrmist. Vielleicht sollten wir nochmal heilen, weil du bist bald nicht mehr so. Na gut. Haben wir ihn bald mal tot? Der heult schon. Ich hab gewonnen, glaube ich. Ja, ich hab gewonnen. Das sieht ja cool aus. Nett gemacht auf jeden Fall. Ja. Ein cooles Motiv für ein T-Shirt. Kannst du machen. Nee, ich kann nicht so gut zeichnen. Ich kann dir den Screenshot mitgeben, wenn du möchtest. Hm. Hilf mir nicht, ich hab gewonnen. Nee. Oh. Drück doch mal. Siehste, ich hab gewonnen. Nur noch die letzte Gottesbestie. Die Gottesbestie der Dunkelheit. Doch der Mana-Stein wird seit Jahrhunderten vermisst. Ja, und während wir suchen, wird die Gottesbestie stärker. Oh, Katzenmädchen. Josephine, erzähl dir von besseren Waffen in Pedan. Lasst uns hingehen. Na, siehste. Dann kann's ja losgehen. Erstmal Level Up, ganz wichtig. Who's that? So, ich habe alle drei Eigenschaften, die ich hoch haben will, hoch, also mache ich jetzt mit Intelligenz weiter. Das ist Micke. Mhm. Ich komme nicht auf Stärke, ich komme nicht auf Vitalität, dann mache ich. Schon seit 5 Stufen lang nicht mehr, ja. Oh. Karl ist jetzt mit Intelligenz auch durch, dann macht sie Stärke. Yay. So, Abfahrt. Du hattest gerade schon die Lufttrommel, die kannst du nicht anwählen hier. Schmutz.
Versuch's mal hier. So, dann gehen wir jetzt noch einmal irgendwo speichern, übernachten und dann rauchen wir noch eine und dann gehen wir nach Pidan.